Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Lass mal ein paar Kisten öffnen. Habe mich wieder ein paar Mal angemeldet, ne? Ja, in der letzten Folge haben wir, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Raumschlacht, ne? Ach ja, wir haben mit, genau, Han Solo. Blaster hier haben wir gemacht, diese Herausforderung. Ich glaube, ich weiß jetzt auch immer, was ich mal mir als Ziel setzen kann für den ganzen Part hier. Und ich habe schon eine Idee. Ich habe, glaube ich, nichts für Panzer, also oder doch? Nee. Ja, von Granatwerfer. Ja, lieber das hier. Okay. Ich habe eine Herausforderung, eine tägliche Herausforderung gemacht und die sagte einfach nur boah, spiele die oder die Mission. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls konnte ich das in Kampfszenarien auch einfach machen. Also ich musste mich gar nicht anmelden oder irgendwie online gehen. Und ja, ich habe dann einfach die Dings bekommen. Lass mal gucken, kann ich irgendwas kaufen? Truppler, Helden. Ja, und ich habe für fast jeden Helden irgendwie so ein paar Sachen geholt hier. So ein paar Karten. Ich glaube, jeder Held hat jetzt mindestens eine Karte oder so. Und ja, meine ganzen Karten für die Truppler habe ich auch ein bisschen upgedatet, hochgelevelt. Man sieht, ich habe hier ein paar Punkte weniger. Und ja, ich habe die meisten Sachen jetzt hier auf grün, also hoffentlich wird das was. So, gucken wir mal, was ist die zeitlich begrenzte Mission? 2 haben wir. 5 Minuten lang als Spezialeinheit spielen. Das, wenn ich mich darauf konzentriere, ist das schaffbar. Und besiege 25 Freunde. Was? Belege. Pff. Besiege 25 Freunde. Okay, das schaffe ich locker. 25. Oh, das ist auch perfekt. Gut, dann weiß ich auch, welche Charaktere wir spielen. So, ein Patch ist rausgekommen. Das habe ich mitbekommen. Und zeitlich befristetes Event Jetpack Fracht. Das ist auch ein perfekt. Ne, das ist ja dann Spezialeinheiten, oder? Lass mal das machen. Vorhin wieder ein paar Probleme mit den Servern gehabt. Weil nicht 5 Minuten danach irgendwie ging es wieder. Also keine Ahnung. Ob er das nicht abstürzt hier. Also der Server, meine Internetverbindung, was auch immer das war. Meine Internetverbindung hat eigentlich keine Probleme. Ich bin total müde. Habe irgendwie in den letzten Tagen nicht gut geschlafen. Mein Schlafrhythmus ist vollkommen im Eimer. Deswegen spiele ich wahrscheinlich jetzt noch grottiger als sonst, aber mal schauen. Normalerweise würde ich, wir haben jetzt 8:30 haben wir. Und normalerweise gehe ich da immer schlafen. Bin dann wieder so Mitternacht oder so aufgewacht und hallo? Okay. War das doch perfekt. Und ja, um das zu verhindern, tue ich einfach mal zocken, ne? Und dann kann ich nicht einschlafen. Wirklich. Oh Gott. Wird ja richtig übel. Ja, wie konnte ich die nicht treffen? Ich immer noch. Und ich glaube, wieso habe ich immer noch meinen Raketenwerfer? Ja, irgendwas ist nicht richtig mit den Servern heute, habe ich das Gefühl. Okay. So, diesmal oder auch nicht. Was so? Was soll das? Ey. Ich möchte mit dem Gewehr bitte rumlaufen. Und oh, nee, da ist ein Sniper, oder? Okay, Dreierdingen, ja, das hätte ich gerne. Vollkommen egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Verlieren sowieso die meiste Zeit mit mir, also. Mein Gott.
Ist das normal? Boah, ich werde gleich sowas von rausgeschmissen. Irgendwie, ich bin wahrscheinlich ein Hacker. Ich teleportiere mich wahrscheinlich hier durch die ganze Gegend. Was denn? Ah. Oh, ich treffe jemanden. Sehr gut. Wenn ich einen Raketenwerfer ziehe, dann scheint alles den Bach runterzugehen. So, na, Leute. Was ist denn los, ey? Meine Internetverbindung kann halt nicht liegen. Ich habe gerade im Internet gesurft, keine Probleme. Alle möglichen Seiten aufgerufen. Tschüss. So, ich glitsch mich jetzt hier überall durch. Ich habe F gedrückt. Warum fliege ich nach oben? Ah. Das ist so merkwürdig hier. Trotzdem bekomme ich halbwegs irgendwie Punkte. Nicht getroffen, ja. Sind hier irgendwie zwei Frachten? Da. Genau. Müssen wir mit. Also glaube ich, das ist normal. Ist das normal? Ich glaube, das ist normal, oder? Das ist normal. Ja, ich habe, es liegt an meiner Internetverbindung, aber oh. Mal gucken, durch den an der Lappe am Boden. Ja, das verdammte Ding. Okay, haben wir ein Zeitlimit oder so, weil sonst kann dann ja noch ewig dauern. Ihr kennt ja meine Einstellung hier. Also Capture the Flag Missions. Fällt mir ehrlich gesagt. Raketenwerfer. Er mich so an den alten Tagen hier, wo ich Unreal Tournament gespielt habe auf dem PC. Bin ich einmal mit dem Raketenwerfer durch die Gegend gerannt. Was bringt er dahin jetzt? Verdammt. Rüst hat. Na, es stellt sich irgendwie heraus, das ist gar nicht normal und ich cheat mich hier irgendwie aus Versehen durch die Gegend. Weil irgendwie meine Internetverbindung voll im Eimer ist, aber
Nein. Oh, oh, da. Kann man aber auch gut Punkte bekommen, finde ich. Ja, okay, wir verlieren jetzt, klar. Gibt schon Flecke. So ein Kackmodi, egal wie man das irgendwie unschreibt oder Overwatch haben sie auch irgendwie so was. Das ist wortwörtlich Capture the Flag, nur irgendwie weiß ich nicht. Also irgendwie so ein na Rooster Trudan. Vergessen mal ein Rooster noch mal ist. Was soll ein Hahn, mein Gott. Das war irgendwie so ein Event, da muss auch Capture the Flag spielen, aber so kacke. Wenn ich gerade irgendwie so ein super koordiniertes Team hast, dann ist das vollkommen schwachsinnig. Ich will einfach alles hier kaputt. Ja, okay, ist gut. Ach man, gewinnt doch verdammt nochmal. Ja eigentlich die ganze Zeit hier nur das Ding hier rum campen und dann gegen Kaputtball an den kommt. Ja, der läuft auch irgendwie jetzt hier darum. Ah. Schaffen die jetzt einfach hier durchzukommen? Ich krieg die Krise. Aber drin einfach, wo rennst du hin, verdammt? Der denkt bestimmt, der denkt wahrscheinlich irgendwie, der muss da hin. Boah. Ich bin nicht getroffen, Mann. Also, die sind nur 7, wir sind 8. Unendlich Zeit noch. Mein Gott, die schaffen das sogar, wenn das so weitergeht. Nein. Boah. Nee, der schießt auch Raketen, wie blöd. Ah. Ja, jetzt hebt er auf. Geht da hin. Boah. Meine 5 Minuten müsste ja eigentlich schon rum haben, ne? Nee, nicht. Dann war es halt irgendwie mit dem Spielmodus. Gefällt mir nicht. Eher so Capture the Flag, das gefällt mir wirklich nicht. Boom. Nein. Ah. Oh ja. Boah, schießt doch den hier erstmal ab. Er sieht noch nicht mal, du da bist, ey. Ich glaube, mehr wittert aber auch nichts in diesem Part. Oh, diesmal habe ich mir gemerkt, wann ich aufgenommen habe. Wie viel Uhr ich angefangen habe. Gibt's doch nicht. Boah. Gar meine Knarre rausgeholt, ey. Ja komm, macht hin, gewinnt gefälligst gegen uns. Wie ich nach Hause gehen kann. Einen anderen Spielmodus aussuchen kann. Nee.
Ja, wo wird die Fracht immer hingepackt? Ich könnte dann eigentlich da warten, ne? Mal gucken, wo die immer als erstes auftaucht. Boah, und jetzt. So, ich gehe jetzt hier hin. Ich nehme an, hier kommt die irgendwo hin, ne? So, jetzt ist natürlich hier jemand. Los, pack die Fracht runter, ey. Boah. Komm schon, gewinnt gegen uns. Wir können nichts. Oh, das gibt's doch jetzt einfach nicht. Er zieht sich immer so lange, ey. Und hat irgendwie ein klarer Winner. Was, lauf, lauf, ich beschütze dich. Hör auf zu ballern. Los, geh weiter. Du hast nicht zu ballern, du hast einfach nur zu laufen. Lauf, Felix, weiter. Boah. Wenn ich sowas sehe, ey. Ja, verdammt nochmal, fuck, bring die Gefechte ein, ey. Jetzt abknallen sind wir zuständig. Na gut, ich krieg wenigstens ein paar Punkte. Ich habe schon 7000 Punkte. Ich glaube, so viel hatte ich noch nie. Ja, weiter, 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 lauf. Ich komme und helfe dich. Nein. Nein, 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 nein. Na. Oh. Jage die Fracht. Was? Ja, ich treffe ein bisschen. Ja, guck mal, die machen das richtig. Die lenken den ab und der läuft einfach weiter. Die machen das richtig, ey. Wir sind ein gutes Team. Wir sind scheiße. Gewinnt gefälligst gegen uns. Was? Boah. Läuft eigentlich gar nichts nach Plan, ey. Mal die müssen eine Pistole, ne? Oh, was für Loops. Da, ah, was? Ja, ein Raketenwerfer benutzt, das ist ein Pro. Wo wir die Schwette noch rausgeschmissen, ne, bevor das verdammte Match zu Ende ist, ey. Meine blöden Punkte nicht ausgezahlt werden in Credits oder was weiß ich. Boom. Und, hier geblieben. Bin aus dem Weg. Verdammt, ich steck fest. Ah. Ey. Ja, und dann und mit diesem Bild. Boah. Ja, okay, ist gut. Mit diesem Bild gewinnen wir hier, ey. Verlieren wir, was weiß ich. Raven Ghost, was? Raven, bist du das?
So, hat er jetzt als Dings gezählt? Als Spezial, ich war eine Spezialeinheit eigentlich. Boah, ist das Internet gerade am. Hat gerade am Abnippeln, ne? Okay, ich würde ja noch galaktische Schlacht hier irgendwie reinpacken, aber wird glaube ich dann zu lange dauern. Jetzt so ein 20 Minuten Part sein, obwohl eine Schiff könnte man eigentlich noch schaffen, ne? Und da kann ich am meisten Leute irgendwie boosten mit mein Offizier. Belohnung freigeschaltet, Brems. Oder auch nicht, was? Spezialeinheit. Ja, okay. Weil nicht. Multiplayer. So, galaktischer Angriff mit einer verdammt verkrüppelten Internetverbindung. Das macht Sinn, ne? Gut, sobald ich dann irgendwie Spezialeinheit steuern kann, werde ich versuchen, so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Ich habe auch irgendwie eine Karte, die mir jetzt 5% mehr Leben gibt. Das heißt, ich habe jetzt der 200, also 210 hat der dann, ne? Okay, 10 mehr AP. Oder? Also, weil ich hier auflevel, könnte ich glaube ich sogar machen jetzt, ne? Nee, ich muss erst Level 5 erreichen damit. Ja, ich weiß, wie das funktioniert, keine Sorge. Hoff, da waren wir schon mal. Aber ich habe schon jede Karte irgendwie gesehen. So, Offiziere. Was habe ich hier geändert? Ich habe mal diesen Elektrostoß hier reingepackt. Ach. So, meine Aufgabe ist jetzt hier Gegner hoch zu ballern wie blöd. Wir haben die schon Punkte. Na, ich glaube, von der Seite haben wir noch nicht gespielt. Ich glaube, wir haben nur als Rebellen mal gespielt. So, alle Bedrohungen für die AT-ST ausschalten, kein Ding. Warum bin ich die einzige Person, die hier ist? Ich will Leute aufballern. Boah, das wird nicht gut ausgehen mit der Verbindung. Ich glaube, ich fliege ja gleich raus. Einer von uns, ja. Du wird hochgeballert. Ja, also ich. Ah. Boah, das wird sowas von nicht gut ausgehen. Doi, aber flop. Okay, warte. Kann ich gar nicht. Ich glaube ich gar nicht so eine Raketen mehr verdingen, ne? Doch habe ich. Ne, ne, das ist für Soldaten. Haben die gar nicht, ne? Also auf so ein offenes Feld wäre eigentlich schon wieder nicht schlecht, aber ich habe jetzt keinen Bock, mich wieder umzustellen. Ja, wird hochgeballert. Ja. Was? Wieso sind wir hier schon im Feldbereich? Oh nein, sie haben schon einen erwischt. Pff. Nein, warum ich? Ja, bitte. Das wird die nicht erreicht haben. Der da hinten. Auf einer Platte. Ich habe schon so verlangen, die mit einem Heavy Einheit hier kaputt zu hauen, aber dann glaube ich nichts. Also da habt ihr noch ich. Ja, denn sie schnappt sie. Solange wir nicht unter 50 fallen, müsst ihr. Oh Gott, warum werden wir hier schon alle? Ja, oben, die machen uns fertig, ne? Alter. Alter. Da kommen wir gar nicht voran, weil die schon so nah bei uns dran sind. Kann ich nicht den AT-AT aufballern? Oh, kommt her. Alter.
Mit den Spezialeinheiten wird, glaube ich, nichts. So schnell wie die uns hier über einen Haufen ballern. Dann noch die Internetverbindung, das ist absolut Wunderbärchen. Der Typ steht da einfach nur. Ich habe so das Gefühl, die verdammten Raumjäger hier machen uns alle fertig. Steht doch nicht da oben, ey. Die AT-AT sind schon, habe ich die ganze Zeit gerade ATS gesagt. Ich glaube ja, ne? Die AT-AT, sie sind schon so weit vorne. Alter. Ja. Rebellen feuern auf einen Kampfläufer. Ja, wer mir kommt jemand zu nahe, dann schock ich den, ey. So, Spezialeinheit für 2 Minuten. Wahrscheinlich. 5 Minuten muss ich überleben, ich weiß, aber ich werde nicht länger überleben als wahrscheinlich noch nicht mal. Ich gebe mir selbst 10 Sekunden. Wo bin ich? Kampfläufer schwer beschädigt. Viel verkraftet er nicht mehr. Und dann mit diesen Ruckelmanövern hier, ey. Klar, er kommt hier raus und wird nicht abgeknallt. Er ist in Sicherheit. Raketentreffer bei einem Kampfläufer. Nein. Unterschätzt die Rebellen nicht. Ein Kampfläufer ist nicht unbesiegbar. Kampfläufer hat einen Schaden. Drängt die Rebellen zurück. Sie sind zu nah. Die schießen auch schon auf die Dinger, ey. Komm her. Ich weiß, ob wir neben dem treffen, aber habe ich den abgetroffen? Kann nicht. Boah, Junge. Boah, da kommt jemand mit einem. Die Krise. Er läuft einfach so vorbei. Noch 5, oh Gott, noch 15 Gesundheit. Kampfläufer gibt Notsignal. Er fällt auseinander. Ja, ich bin ja. Ab der Dreck. Mein Gott, ey. Ja, du die ganze Zeit auf den geballert, Mann. Jetzt kriege ich mein Geld für die verdammten Kisten, ey. Jo. Jawohl. Ah! Das ist mein erster Kill, oder? Ja, geil. Artillerie verfügbar, geil. Also das Wesen sich die erste Welle erschaffen. Gibt's da nicht, ey. Jetzt spackt der Sound auch noch ab. Dieser Typ, ey. Ist bestimmt der genau gleiche. Oh Gott. Ja, wer schießt uns hier? Ich sehe mal so einen riesigen roten Strahl, ey. Ja, jetzt von diesen Satellitenschüssel-Dingern, ja. Komm schon. Kann ich hier so am abspacken, ey. Und das Wesen bis zur nächsten Welle, ja. Haluxa, ich hoffe, so weit. Wir sind da die Bösen. Meint er, kann ich den dann nicht verschocken? Noch Mann, ihr Schweine, ihr Hunde.
Ja, voll kacke, ey. Mal, guck mal, ey. Unser Erstbester ist so gut wie deren Seppbester, ey. Gibt's doch nicht. Und lass noch eine machen. Minas tritt. Was? Oh, meine Minas Tirith, wie von Herr der Ringe. Keine Ahnung, wie geschrieben wird. Nein, Blendgranaten. Okay. Ja, kriege ich wenigstens das hier auch noch. Ja, wir gehen jetzt hier raus und suchen uns ein neues.